blonde Locken und ein Lächeln auf den Lippen. Die 7-jährige Alina aus Wildeshausen hat allen Grund zur Freude. Das durch einen Gendefekt schwerstbehinderte Mädchen wird im nächsten Jahr nach Curaçao fliegen, um dort eine Delfintherapie zu bekommen. Ich habe schon ganz oft gehört, dass es Kindern geholfen hat, die Schwierigkeiten da hatten, dass die dann wieder selbstständig trinken und essen konnten. Alina kann zwar essen, aber sie isst sehr wenig und das reicht ihr nicht aus. Deswegen wird sie zum Teil über die Sonde ernährt. Und wir hoffen einfach, dass uns wenigstens da geholfen wird und vielleicht nimmt sie auch andere Sachen mit. In ihrem jungen Leben musste Alina schon einiges durchmachen. Die kleine Wildeshauserin hatte immer wieder mit Darminfekten und einer schweren Blutvergiftung zu kämpfen. Im Säuglingsalter wurde sie sogar am offenen Herzen operiert. Früher war das extrem, das alles mitzumachen, das zu sehen, wie sie leiden musste. Sie hat wirklich sehr viel durchgemacht und sehr schreckliche Schmerzen gehabt. Sie war sehr, sehr dünn. Man kann sich das vielleicht schlecht vorstellen, aber bei jedem Infekt hatte man schon Angst, dass sie dann an den Tropf muss, und weil sie so sehr unterernährt war. Ne? Sie hat durch ihre Durchfälle und ständiges Erbrechen kaum zugenommen. Sie hat sehr wenig Nahrung immer bei sich behalten. Und das Schlimmste war halt damals für uns, wo uns gesagt wurde, dass sie wahrscheinlich die Nacht nicht mehr überlebt. Diesen Schmerz kann man nicht beschreiben. Dank einer speziellen Diät sowie der Medikamente ist ihr Zustand erträglicher und die Zahl der Infekte geringer geworden. Sie ist sogar ein Stück gewachsen. Die Verständigung mit ihren Mitmenschen klappt durch Mimik und Gestik. Sie kann ganz genau zeigen, wenn sie sich freut oder wenn sie sich ärgert, wenn ihr irgendwas nicht passt, das kann sie ganz toll zeigen. Also wenn sie jetzt zum Beispiel auch dieses Spielzeug gleich nicht mehr haben will, dann fliegt es einfach runter. Und dann will sie was Neues. Dieses Verhalten kennen wohl viele Eltern. Als Spielgefährte steht Alina ihr kleiner Bruder Adrian zur Seite. Sie schaut ganz interessiert zu. Sie nimmt auch mit ihm super Kontakt auf. Am Anfang war das ein bisschen für sie neu und sie musste erst mal schauen, wer ist das noch da. Und jetzt freut sie sich eigentlich, wenn er sich ihr widmet, aber so ein bisschen gibt es noch Schwierigkeiten, ne? Weil er ist noch im Moment ziemlich eifersüchtig. Auch das ist eine ganz gewöhnliche Situation zwischen Geschwistern. Dass sich Alinas Zustand noch weiter verbessert, das erhoffen sich ihre Eltern nun von der Delfintherapie. Die Kosten für eine solche Behandlung sind enorm. Alleine hätte die Familie die benötigten 12.000 Euro nicht aufbringen können. Viele Wildeshauser kamen deshalb zur Hilfe und spendeten für die kleine Alina. Ich kann es noch nicht so wirklich realisieren, glaube ich. Das hat wirklich sehr schnell geklappt. Damit habe ich nie im Leben gerechnet. Es zeigt mir aber auch, dass es ganz viele tolle Menschen gibt mit großem Herz und ganz nette Menschen. Ich glaube, das wird für Alina ein Riesenerlebnis sein. Vor allem, sie liebt Wasser und sie fühlt sich sehr wohl im Wasser und frei beweglich. Ich glaube, das bringt Alina sehr viel. Die zweiwöchige Reise im März 2016 ist bereits gebucht. Für Alina eine große Chance, einen weiteren Schritt in ihrer Genesungsphase zu beschreiten.